Solidarität mit allen Menschen in und aus der Ukraine. Hallo zu Kika Live, heute ganz im Zeichen von Blau und Gelb, der Flagge der Ukraine, mit denen Menschen aus der ganzen Welt ihre Solidarität mit der Ukraine zeigen. Wir wollen uns heute in Berlin umschauen und gucken, was geht hier in der Hauptstadt zum Thema Ukraine-Hilfe. Und natürlich gehört der Hauptbahnhof auch als Zentrum dazu, wo die Züge ankommen von der ukrainisch-polnischen Grenze. Und genauso ist es hier. Hier werden gleich zwei Züge erwartet, die relativ dicht aufeinander gefolgt ankommen. Und hier gibt es viele, viele Menschen, die freiwillig sind und helfen. Andrei ist einer von ihnen. Hallo. Hallo. Was genau ist denn deine Aufgabe? Ja, also wir willkommen hier Flüchtlinge aus der Ukraine und dann helfen sie weiterzuleiten. Geben wir Getränke, Essen, Kleidung und dann helfen wir eine Unterkunft zu haben. Wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer werden denn jetzt hier erwartet? Ganz genau kann ich nicht sagen, aber jede zwei Stunden kommt ein Zug und dann da sind 200 oder 500 oder 700 Personen drin. Und es ist immer mehr und mehr Leute, die hier hinkommen. Hier stehen jetzt auch ganz viele Freiwillige, die hier helfen, die Leute in Empfang nehmen, die erstmal fragen, was denn überhaupt benötigt wird. Und das hier ist schon der erste Entscheidungspunkt. Hier lang geht es in weitere deutsche und europäische Städte. Und hier lang heißt es, wir bleiben in Berlin. Und auch in City West ist die Hilfe einfach unglaublich. Ich stehe jetzt hier gerade in einem Club. Hier wird normalerweise getanzt und jetzt gerade alles voller Kartons, alles voller Menschen. Und du bist dafür mitverantwortlich, Alexandra. Erzähl mal, was passiert hier genau? Wir sammeln Spenden für die Ukraine. Ich selber bin gebürtige Ukrainerin und ich sehe das irgendwie als meine Verpflichtung, mithelfen zu müssen. Und diese Solidarität, die du jetzt hinten siehst, das sind Deutsche, das sind Ukrainer. Und das sind auch Russen. Das ist ganz wichtig, einmal hervorzuheben. Total. Was passiert jetzt hier alles? Wir haben draußen ein kleines Schild stehen, Spendenannahmestelle. Und die Leute kommen einfach rein, sehen das und fragen, hey, was braucht ihr gerade aktuell? Kommen vorbei mit riesengroßen Tüten, vollgepackten Kofferräumen, laden das bei uns ab. Wir sortieren, wir verpacken, wir schauen, wo wir was gerade ganz dringend liefern müssen. Also wir sind sozusagen eine kleine Base für die anderen Stellen. Und da gibt es einen Supermarkt, einen Flüchtlingssupermarkt, der jetzt gerade von uns beliefert wird und die melden sich im Minutentakt, hey, ich brauche jetzt gerade irgendwie Kinderschuhe und wir gucken, dass wir das rüberbekommen. Kann man jetzt einfach sagen, okay, ich wohne auch in Berlin, ich komme jetzt hierher und bringe einfach, was ich habe? Also wir kommunizieren sehr viel über Instagram, über die schnellen sozialen Medien und da, also wenn man einen Aufruf startet, hat man hier 10 Leute, die Helping Hands sind und mit anpacken und das funktioniert wirklich wahnsinnig gut. Gehen von hier aus auch LKWs weg in die Ukraine oder an die Grenze? Ganz genau, wir haben in dieser kurzen Zeit ein unglaubliches logistisches Netzwerk geschaffen aus Freunden, die sich bereit erklärt haben, ich habe jetzt frei, ich mache jetzt frei, ich hole mir einen LKW, ich hole mir einen Transport, lad mir den voll und ich fahre an die Grenze. Wie schaffst du es gerade so stark zu sein? Ich bin es nicht immer, aber wenn ich sehe, was bei uns hier im Club passiert, wenn ich sehe, wie die Flüchtlinge hier reinkommen, voller Demut, voller Dankbarkeit, dann ist es das, was zurückkommt und das gibt einem die Stärke, weiterzumachen. Ich will auch gar nicht länger stören, weil ihr habt unglaublich viel zu tun. Danke für deine Zeit. Und ich würde sagen, ich suche jetzt mal den Supermarkt, den du mir empfohlen hast, Alexander, und schau mal, was da so los ist. So, jetzt sind wir hier drin. Alles, was hier ankommt, wird erstmal einsortiert, dass man einen Überblick hat. Man sieht hier auf der anderen Seite, es sind wirklich tonnenweise Schuhe, die hier ankommen, weil die Leute wirklich nur mit einer Tasche irgendwie in Berlin stranden. Die Leute kommen ohne Jacken, ein Schuh, ein anderer Schuh, also nicht mal gleichpaarig. Und da haben wir wirklich das Glück, dass wir so viele Spender haben, die uns auch Schuhe vorbeibringen.
Bettzeug, also dicke Decken, Bezüge, also im Prinzip alles, was man so braucht, wenn man ankommt, weil die meisten kommen wirklich an ohne nichts und das ist wirklich unglaublich traurig. Wir müssen selber stark sein. Wir sind jeden Tag am Flan sozusagen, weil wir sind ja auch irgendwo Menschen und wir geben denen so viel sie brauchen, weil wir merken, wie gut die Menschen auch zu uns sind, dass sie immer mehr reinbringen, so dass wir auch im Prinzip nie leer sind. Da merkt man erstmal, wie viel man eigentlich hat, ne? Wenn auf einmal bei anderen Menschen nichts mehr da ist. Absolut. Vielen, vielen Dank für den kleinen Einblick. Ich gucke noch weiter und viel Kraft und viel Power, ja? Bis dann. Ciao, Mann. Tschüss. Hier vor der russischen Botschaft in Berlin treffen sich Leute zu spontanen Demos und sie drücken ihre Solidarität aus in Form von Blumen, Kerzen und auch Plakaten. Und hier ganz um die Ecke vorm Reichstag haben sich Tausende von Schülern getroffen für eine Kundgebung. Wir demonstrieren für die Hoffnung und den Frieden in Europa und wir denken, dass es wichtig ist, all den Menschen, die jetzt gerade nicht mehr als Hoffnung haben, Hoffnung und auch einen Lichtblick zu spenden. Ich komme aus der Ukraine und wohne hier. Meine Familie ist aber in der Ukraine. Sie müssen sich verstecken. Es gibt die ganze Zeit Luftalarm, es gibt die ganze Zeit Warnungen. Und ich mache mir natürlich sehr Sorgen. Ich demonstriere hier heute, weil Frieden eines der wichtigsten Freiheitsgrundrechte ist, die wir haben und weil das jedem Menschen zustehen sollte. So, und in vielen Kirchengemeinden in Berlin wird nicht nur für den Frieden gebetet, sondern auch richtig mit angepackt. Hier gibt es eine ganze Menge zu packen. Ihr kennt euch auch alle untereinander, seid ihr in einer Konfi-Gruppe, oder? Ja. Okay, wie sieht's aus? Redet ihr da auch über das Thema und vor allem betet ihr auch? Ja, beides. Also, es ist sehr wichtig gerade. Cool. Warum ist für dich wichtig, hier dabei zu sein? Einfach, weil ich die Leute in der Ukraine nicht alleine lassen will und unterstützen will. Warum ist es für dich eigentlich Pflicht, hier zu sein? Es ist wichtig, als Kind hat man noch nicht so richtig die Chance, irgendwie große Sachspenden zu leisten. Und deswegen ist es hier ein anderer Weg, einen Beitrag dazu zu leisten. Voll. Ganz Berlin hilft gerade mit, egal wo ich heute war. Das ist richtig super und ich würde sagen, wir bringen mal den Rest hier raus oder da wartet noch eine ganze Menge Arbeit. Oh Leute, was für ein Haufen. Ihr seht also, in ganz Berlin wird geholfen. Es wird organisiert, demonstriert, aber vor allem angepackt. Hier helfen Menschen, Menschen. Es ist ganz, ganz toll, was hier gerade entsteht. Für euch noch ein paar Infos. News gibt's bei Logo. Mehr Infos gibt's auf fika.de. Und für alle, die sich ein bisschen Sorgen machen oder vielleicht Fragen haben, ist es auch kein Problem. Auf kika.de ist ein Chat für euch jetzt eingerichtet. Dort sind Experten für euch am Start, die mit euch schreiben. Also macht's gut. Das war Kika Live für heute. Bis dann. Tschüss.